Das neue Dschungelbuch von Rudyard Kipling in der Übersetzung von Sebastian Harms. Die Leichenbestatter. Sprichst du zu Tabaki, mein Bruder, und lädst die Hyäne zu Gast, dann ist auch der Bauch auf vier Füßen, Jakala, dir nicht mehr verhasst. Dschungelspruch. Ehret das Alter! Es war eine dicke Stimme, eine schlammige Stimme, eine Stimme, vor der euch geschaudert hätte, eine Stimme, als ob etwas Weiches auseinanderbricht. Es war ein Gewinsel, ein Zittern und ein Krächzen darin. Ehret das Alter, o Gefährten vom Strome! Ehret das Alter! Man sah nichts auf der breiten Oberfläche des Stroms als eine kleine Flottille mit Quersegeln versehener, mit Bausteinen beladener Barken, die, unter der Eisenbahnbrücke hervor, stromabwärts segelten. Sie legten ihre plumpen Ruder um die Sandbank an dem Fuße der Brückenpfeiler zu vermeiden. Als sie, drei nebeneinander, dahinzogen, hob die schreckliche Stimme wieder an: O Brahmanen vom Strome, ehret den Bejahrten und Gebrechlichen! Ein Fährmann, der am Bugspriet saß, drehte sich um, streckte die Hand aus und sagte etwas, das gerade kein Segenswunsch war, und die Barken knarrten weiter durch die Dämmerung. Der breite indische Fluss, der mehr einer Kette von kleinen Inseln als einem Strom glich, war glatt wie Glas. Der gelbrote Abendhimmel spiegelte sich in der Mitte seines Bettes, während er mit purpurnen, gelben und braunen Flecken an die niederen Ufer plätscherte. Kleine, in der Regenzeit gefüllte Bäche hingen mit ihren ausgetrockneten Rinnsalen über der Wasserlinie. Auf dem linken Ufer, beinahe unter der Eisenbahnbrücke, stand ein Dorf mit strohgedeckten Häuschen aus Lehm und Ziegeln, dessen Hauptstraße, jetzt gegen Abend voll von den Rindern, die in ihre Ställe zurückgingen, gerade hinunter an den Fluss führte und in einer Art von roh gemauertem Damm endete, wo die Frauen Schritt vor Schritt hineinwaten konnten, um zu waschen. Das war der Ghat des Dorfes, Magagat. Ghat heißen in Indien die zum Fluss hinabführenden Ufertreppen, Magga eine große Krokodilart. Die Nacht senkte sich rasch auf die tiefliegenden Felder mit Reis, Linsen und Baumwollstauden, die alljährlich vom Strom überflutet werden, über das Schilfrohr, das die Strombiegung befranste, und die verwilderten, dicht bewachsenen Grasflächen, die hinter dem schwingenden Schilf sich ausdehnten. Die Papageien und Krähen, die bei ihrem Abendtrunk geschwatzt und geschrien hatten, waren, landeinwärts zur Ruhe fliegend, den ausziehenden Scharen der fliegenden Hunde begegnet, und Wolke auf Wolke von Wasservögeln zog mit Pfeifen und Zischen dem Schutz des Schilfrohrs zu. Gänse, gestreifte und schwarzrückige, Krickenten, Pfeifenten, Stockenten, Rostgänse und Brachvögel und hin und wieder ein Flamingo. Ein schwerfälliger großer Adjutantenkranich bildete den Nachtrab, sich fortbewegend, als ob jeder Schlag seiner Flügel der letzte sein sollte. Ehret das Alter, Brahmanen vom Strome, ehret das Alter! Der Adjutant drehte den Kopf halt um, schielte ein wenig nach der Richtung hin, von wo die Stimme kam, und ließ sich langsam auf der Sandbank unter der Brücke nieder. Nun sah man erst, was für eine scheußliche Kreatur er war. Seine Rückenansicht war ungemein würdevoll, denn er war beinahe 6 Fuß hoch und glich, von hinten gesehen, ganz merkwürdig, einem ehrbaren, kahlköpfigen Pastor. Von vorn nahm er sich anders aus. Auf seinem grotesken Kopf und Hals war nicht ein Federchen, dagegen am Absatz des Halses ein schrecklicher rothäutiger Kropf, ein Behälter für alles, was er mit seiner Spitzhacke von Schnabel stehlen konnte.
Seine Beine waren lang, dünn und häutig, aber er bewegte sie zierlich und blickte mit Stolz auf sie, während er mit seinem Schnabel die aschgrauen Schwanzfedern putzte und sich dann in Positur, stillgestanden, aufreckte. Ein räudiger kleiner Schakal, der hungrig kläffend auf einem Sandhügelchen gestanden hatte, spitzte Ohren und Schwanz und trippelte durch das seichte Wasser zu dem Adjutanten hin. Er war der geringste seiner Kaste. Selbst der beste Schakal taugt nicht viel, aber dieser war besonders lumpig, halb Bettler, halb Dieb, der unter den Abfallhaufen der Dörfer aufräumte, verzweifelt feige und tollkühn wild, immerwährend hungrig und voll Arglist, die ihm doch nie etwas eintrug. Uff, machte er und schüttelte sich kläglich. Möge die rote Räude über alle Hunde dieses Dorfes kommen. Drei Bisse kommen auf jeden Floh, den ich auf mir habe. Und das alles nur, weil ich nach einem alten Zoo im Kuhstall hinzielte. Denke dir, nur zielte. Kann ich Staub essen? Er kratzte sich hinter dem linken Ohr. Ich hörte, sagte der Adjutant mit einer Stimme wie eine stumpfe Säge, die durch ein dickes Brett geht, ich hörte, dass ein neugeborener Hund in demselbigen Schuh gelegen hat. Hören ist ein Ding, wissen ein anderes, sagte der Schakal, der eine Menge Sprichwörter aufschnappte, wenn er abends die Menschen behorchte, die um die Dorffeuer herumsaßen. Vollkommen wahr. Deshalb überzeuge ich mich und nahm das neugeborene Püppchen in Verwahrung, indes die Hunde anderswo beschäftigt waren. Sie waren sehr beschäftigt, sagte der Schakal. Na, ich darf so bald nicht wieder in das Dorf gehen, um mir die Schnapsel zusammenzukratzen. Und so war wirklich ein blinder junger Hund in dem Zoo? Hier ist er, sagte der Adjutant über sein Schnabel hinweg, nach dem gefüllten Kropf schielend. Ein kleines Ding, aber nicht zu verschmähen, jetzt, wo es in der Welt keine Wohltätigkeit mehr gibt. Ahai, die Welt ist von Eisen, wehklagte der Schakal. Dann erspähte sein rastloses Auge eine kaum merkbare Kräuselung auf dem Wasser und er redete rasch weiter. Das Leben ist für alle schwer, und ich zweifle nicht, dass selbst unser erhabener Meister der Stolz des Gatts und der Ruhm des Tromes. Ein Lügner, ein Schmeichler und ein Schakal wurden aus einem Ei ausgebrütet, sagte der Adjutant zu niemandem insbesondere, denn er war selbst ein feiner Lügner, wenn es ihm darauf ankam. Ja, selbst der Ruhm des Thromes, wiederholte der Schakal mit lauter Stimme, selbst er, ich zweifle nicht, wird finden, dass gutes Futter rar geworden ist, seit die Brücke gebaut wurde. Indes ist er so weise, ich würde das ja um keinen Preis ihm in so ein erhabenes Gesicht sagen, er ist so weise und so tugendhaft, wie ich, ach, nicht bin. Wenn der Schakal sagt, dass er grau ist, wer schwarz muss, dann der Schakal sein, murmelte der Adjutant. Er konnte nicht sehen, was herankam. Dass ihm sein Futter niemals fehlen wird und deshalb ein knarrendes Geräusch, als wenn ein Boot den seichten Grund berührt, wurde hörbar. Der Schakal drehte sich rasch um und sah der Kreatur, von der er eben geredet hatte, ins Gesicht. Es ist immer das Beste, den Dingen gerade ins Gesicht zu sehen. Es war ein 24 Fuß langes Krokodil in einem Gehäuse, das aussah wie dreifach vernietete Dampfkesselplatten mit Nägeln beschlagen, verkielt und verpecht. Die gelben Spitzen der Oberzähne überragten anmutig den schön flötenförmigen Unterkiefer. Es war der stumpfnasige Magger von Magergat. Älter als irgendein Mensch im Dorf und der dem Dorf den Namen gegeben hatte. Der Dämon des Stromes, ehe die Eisenbahnbrücke da war, Mörder, Menschenfresser und Götze des Dorfes in einer Person. Er lag da, den Unterkiefer im seichten Wasser, mit einer kaum merklichen Bewegung des Schwanzes sich im Gleichgewicht erhaltend. Und wohl wusste der Schakal, dass ein Schlag dieses Schwanzes den Magger auf das Ufer bringen konnte, mit der Schnelligkeit einer Dampfmaschine. Erfreuliche Bewegung, Behüter der Armen, blökte er bei jedem Wort weiter zurückweichend. Wir hörten eine liebliche Stimme und kamen hierher auf eine angenehme Unterhaltung rechnend.
Meine zwanzlose Dreistigkeit erlaubte sich sogar, von dir zu sprechen, während wir dich erwarteten. Ich hoffe, dass kein Wort gehört wurde? Der Schakal hatte natürlich nur geredet, um gehört zu werden, denn er wusste, dass Schmeichelei das beste Mittel ist, etwas zu fressen zu bekommen, und der Magger wusste, dass der Schakal nur deshalb laut geredet hatte, und der Schakal wusste, dass der Magger wusste, und der Magger wusste, dass der Schakal wusste, dass der Magger wusste, und so waren sie alle sehr zufrieden miteinander. Die alte Bestie puffte und keuchte und knurrte das Ufer hinauf, grunzend: Ehret den Bejahrten und Gebrechlichen! Und dabei brannten ihre kleinen Augen wie Kohlen unter den schweren, hornigen Augenlidern an der Oberfläche des dreieckigen Kopfes, und sie schob ihren aufgeschwellten Tonnenleib vorwärts zwischen den rindigen, krummen Beinen. Der Magger lag nun still. Der Schakal aber, obwohl mit seinen Manieren längst vertraut, sah zum hundertsten Mal mit schreckhaftem Erstaunen, wie täuschend der Magger das Aussehen eines von den Wellen an das Ufer getragenen Baumklotzes annahm. Er hatte sich sogar bemüht, genau in demselben Winkel zum Wasser zu liegen, wie ein natürlich gestrandeter Klotz in Anbetracht der Strömung zur gegebenen Zeit hätte liegen müssen. Das alles war ja nur eine Gewohnheitssache, denn der Magger war nur zum Vergnügen ans Land gekommen, aber ein Krokodil ist niemals ganz satt, und hätte der Schakal sich durch die Ähnlichkeit täuschen lassen, würde er wohl nicht lange gelebt haben, um darüber philosophieren zu können. »Mein Kind, ich hörte nichts«, sagte der Magger, ein Auge schließend. »Ich hatte Wasser in den Ohren und war halb ohnmächtig vor Hunger. Seitdem die Eisenbahnbrücke gebaut ist, liebt mein Dorfvolk mich nicht mehr. Und das bricht mir das Herz.« »Ach, endlich«, sagte der Schakal, »noch dazu so ein nobles Herz. Aber die Menschen sind alle gleich nach meiner Meinung.« »Oh nein, sie sind sehr verschieden, in der Tat«, antwortete der Magger sanft. »Manche sind so mager wie Bootsstangen, andere wieder so fett wie junge Hunde. Nie werde ich Menschen ohne Grund schlecht machen. Man hat sie von jeder Art, und meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass sie durch die Bank sehr gut sind. Männer, Frauen und Kinder, ich finde sie alle tadellos. Und bedenke, Kind, wer die Welt zurückstößt, wird von der Welt zurückgestoßen.« »Schmeichelei ist schlimmer als eine leere Konservenbüchse im Bauch, aber was wir eben gehört haben, ist Weisheit«, sagte der Adjutant, einen Fuß auf den Boden stellend. »Aber man bedenke nur die Undankbarkeit gegen diesen Erhabenen«, begann der Schakal schüchtern. »Nein, nein, keine Undankbarkeit«, sagte der Magger. »Sie denken nicht an andere, das ist alles. Ich habe beobachtet, da ich an meiner Station bei der Fort lag, dass die Treppe zu der neuen Brücke grausam schwer zu steigen ist, besonders für alte Leute und junge Kinder. Die Alten, in der Tat, kommen ja weniger in Betracht. Aber ich gräme mich tief um der kleinen, fetten Kinder willen. Ich hoffe aber, in einiger Zeit, wenn die Brücke nichts Neues mehr sein wird, die nackten braunen Beine meiner Leute wieder wacker durch das Wasser platschen zu sehen wie früher, dann wird der alte Magger wieder zu Ehren kommen.« »Aber ich sah bestimmt erst heute Nachmittag Ringelblumenkränze an die Kante des Gatts schwimmen«, sagte der Adjutant. »Ringelblumenkränze gelten als Zeichen der Verehrung durch ganz Indien.« ein Irrtum, es war die Frau des Zuckerwarenhändlers, die ihr Augenlicht von Jahr zu Jahr mehr verliert und mich, den Magger vom Pass, nicht mehr von einem Klotz unterscheiden kann. Ich erkannte den Irrtum, wie sie den Kranz herabwarf, denn ich lag am Fuß des Gatts, und hätte sie noch einen Schritt heruntergetan, so hätte ich ihr den kleinen Unterschied klar gemacht. Indes, sie meinte es gut, und man muß den Willen für die Tat nehmen.« »Was hat man von Ringelblumenkränzen, wenn man so weit gebracht ist, dass man von Kehrichthaufen lebt?« sagte der Schakal, während er sich flohte, aber immer ein wachsames Auge auf den Beschützer der Armen hielt. Freilich,
Aber bis jetzt haben sie noch nicht angefangen, den Kehrichthaufen zu machen, der mich tragen soll. Fünfmal habe ich den Fluss vom Dorf zurückweichen und neues Land sich am Fuße der Straße bilden sehen. Fünfmal sah ich das Dorf auf dem Ufer neu erbaut und werde dies noch weitere fünfmal sehen. Ich bin kein ungläubiger, fischjagender Gavial. Ich... Zu Kasi heute, zu Prajak morgen, wie das Sprichwort sagt. Nein, ich bin der treue, beständige Wächter des Stromes. Nicht ohne Grund, Kind, trägt das Dorf meinen Namen. Und das Sprichwort sagt, wer lange genug aufpasst, findet seinen Lohn. Ich habe aufgepasst, lange, sehr lange, aber fast so lang, wie ich lebe, sagte der Schakal. Und mein Lohn waren Bisse und Schläge. Schrie der Adjutant. Der Schakal kam August zur Welt. September hat's geregnet, sprach er. Dass so viel Regen fällt, ist mir noch nie begegnet. Der Adjutant hatte eine unangenehme Eigentümlichkeit. Er leidet zu Zeiten an scharfen, nervösen Krämpfen in seinen Beinen und, obwohl er respektabler aussieht als irgendein anderer Kranich, die alle ungemein ehrbar sind, fängt er dann doch an, einen krüppelstelzigen Tanz aufzuführen, bei dem er die Flügel halb öffnet und mit dem kahlen Kopf auf- und niederbaumelt. Aber aus Gründen, die ihm selbst am besten bekannt sind, kreischt er während des Tanzes die boshaftesten Bemerkungen heraus. Nachdem steht er mit einem Mal wieder steif und aufgerichtet da und sieht noch 10-mal adjutantischer aus als vorher. Der Schakal fuhr zurück, obwohl er schon 3 Regenzeiten alt war. Aber man darf einer Person, die einen Meter langen Schnabel hat, den sie wie einen Wurfspieß schwingen kann, keine Beleidigung übel nehmen. Der Adjutant war ein notorischer Feigling, aber der Schakal weiß noch mehr. »Wir müssen leben, bevor wir lernen«, sagte der Magger. »Und merke dir, Kind, kleine Schakale sind sehr gewöhnlich, aber so ein Magger, wie ich es bin, ist nicht gewöhnlich. Dennoch bin ich nicht stolz, denn Stolz beint Verderben. Merke dir, es gibt ein Schicksal, und gegen das Schicksal soll keiner murren. Er möge nun gehen oder schwimmen oder laufen. Ich bin mit dem Schicksal wohl zufrieden. Mit etwas Glück, einem scharfen Auge und der Gewohnheit, ehe man in eine Bucht oder in ein seichtes Wasser hineingeht, zu prüfen, ob ein Ausgang vorhanden ist, lässt sich viel machen. Einst hörte ich, dass selbst der Wohltäter der Armen einmal einen Irrtum beging, sagte der Schakal boshaft. Allerdings, aber da half mir mein Schicksal. Damals war ich noch nicht ganz ausgewachsen von den 3 letzten Hungersnöten. Bei der rechten und linken der Ganga, wie voll waren die Ströme in jenen Tagen. Ja, ich war jung und unbedacht, und wenn die Flut kam, wer war froher als ich? Eine Kleinigkeit konnte mich damals glücklich machen. Das Dorf war halb von der Flut bedeckt und ich schwamm über den Pass hinweg, landeinwärts nach den Reisfeldern zu, die waren tief mit gutem Schlamm bedeckt. Ich erinnere mich, dass ich an dem Abend ein paar Armspangen fand, von Glas waren sie und das regte mich nicht wenig auf und, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, einen Schuh. Ich hätte die beiden Schuhe verschmähen sollen, aber ich war hungrig. Später lernte ich mir besser zu helfen. Ja, und so futterte ich und ruhte mich dann aus. Aber als ich dann wieder in den Fluss wollte, war die Flut gefallen. Und ich watete durch den Schlamm der Hauptstraße. Ja, das tat ich. Da trat mein Volk heraus, Priester und Frauen und Kinder, und ich blickte mit Wohlwollen auf sie. »Der Schlamm ist kein guter Kampfplatz. Ein Fährmann rief, holt Äxte und schlagt ihn tot. Es ist der Magger vom Strom. Nicht also, sagte der Brahmane, sehrt, er treibt die Flut vor sich her, und er ist der Schutzgott des Dorfes. Darauf warfen sie Blumen nach mir, und glücklicherweise führte einer eine Ziege über die Straße.« »Wie gut, wie sehr gut ist Ziege?« sagte der Schakal. Haarig, zu haarig. Und wenn man eine im Wasser findet, hat sie oft auch noch einen krummen Haken verborgen. Aber diese Ziege, die ich anzunehmen geruhte, machte dem Pass Ehre. Später sandte mein Schicksal mir den Bootsmann, der mir meinen Schwanz mit der Axt abhacken wollte. Sein Boot strandete auf einer alten Sandbank, derer ihr euch wohl nicht mehr entsinnt. »Wir sind nicht alle Schakale hier«, sagte der Adjutant.
Weiß die Sandbank, die da entstand, wo die steinbeladenen Boote versanken in dem Jahr der großen Dürre, eine lange Sandbank, die drei Überflutungen überdauerte? Es waren zwei da, sagte der Magger. Eine höhere und eine niedrige Sandbank. Ich dachte nicht gleich daran. Ein Kanal trennte sie und der trocknete sie später wieder ein, sagte der Adjutant, der sich auf sein Gedächtnis etwas zugute tat. Auf der niedrigen Sandbank, Kinder, strandete das Boot des Schiffers, der mir so viel Glück wünschte. Er lag im Bug des Bootes und beugte sich noch halb im Schlaf bis zu den Knien, nein, nur bis zu den Hüften über, um abzustoßen. Sein Boot ging leer ab, aber eine Strecke weiter hinunter wieder am Ufer an, und ich folgte, denn ich wusste, es würden Leute kommen, es an Land zu ziehen. »Und taten Sie das?« fragte der Schakal etwas entsetzt, denn diese Art Jagd machte Eindruck auf ihn. »Es kamen welche hier und auch weiter unten, aber ich ging nicht weiter. Das brachte mir drei an einem Tag, alle wohlgenährte Mangis, Fährleute, und ausgenommen bei dem letzten, wo ich etwas nachlässig war, wurde kein Schrei laut, der die am Ufer hätte warnen können.« »Ah, ein nobler Sport«, rief der Schakal, »aber welcher Kennerblick und welche Geschicklichkeit gehören dazu?« »Keine Geschicklichkeit, Kind, aber Nachdenken. Etwas Nachdenken gehört zum Leben wie Salz zum Reis, wie die Schiffer sagen, und ich habe stets tief nachgedacht. Der Gavial, mein Vetter, der Fischfresser, hat mir erzählt, wie schwer es für ihn ist, seinen Fisch zu erwischen, wie verschieden sie voneinander sind und wie er sie alle kennen muss, einen wie den anderen. Das, sage ich, ist Weisheit. Jedoch Vetter Gavial lebt mit seinesgleichen. Mein Volk schwimmt nicht in Rudeln, mit dem Maul außer Wasser, wie Rewa es tut. Wir kommen auch nicht immerfort an die Oberfläche des Wassers und drehen uns auf die Seite, wie Muho und der kleine Chapta. Wir versammeln uns auch nicht in Buchten nach der Flut, wie Bachua und Shilwa.« »Alle sind sehr gutes Essen«, sagte der Adjutant mit dem Schnabel klappernd. »Mein Vetter sagt das auch, und er macht eine große Wichtigkeit von solcher Jagd. Aber das Pack klettert doch nicht am Ufer herum, um seiner scharfen Nase zu entgehen. Meine Leute sind anders geartet. Die leben auf dem Land, in den Häusern, unter ihren Rindern. Ich muss wissen, was sie tun, was sie tun werden. Ich nehme Schwanz und Kopf zusammen, wie man zu sagen pflegt. So kann ich mir den ganzen Elefanten zusammendenken. Hängt über der Haustür ein eiserner Ring und ein grüner Zweig. Der alte Magger weiß, dass in dem Haus ein Knabe geboren ist, der eines Tages an den Pass hinunter zum Spielen kommen wird. Sollte ein Mädchen verheiratet werden, der alte Magger weiß es, denn er sieht die Leute Geschenke hineintragen. Und das Mädchen kommt vor der Hochzeit herunter an den Pass zum Baden und er ist da. Hat der Fluss seinen Lauf geändert und neues Land angeschwemmt, wo früher nur Sand war? Der Magger weiß es.« »Und was nützt diese Wissenschaft?« fragte der Schakal. »Der Fluss hat auch schon während meinem kurzen Leben den Lauf verändert.« »Indische Flüsse bewegen sich fast immer in ihren Betten und verschieben sich oft 2 bis 3 englische Meilen in einer Regenzeit, überschwemmen die Felder auf einer Seite und lassen auf der anderen guten Dungboden zurück.« »Keine Wissenschaft ist so nützlich wie diese«, sagte der Magger, »denn neues Land bedeutet neuen Streit. Der Magger weiß das. Oho, der Magger weiß das. Sobald das Wasser abgelaufen ist, kriecht er in die kleinen Buchten, wo, wie die Menschen meinen, sich kaum ein Hund verbergen könnte, und da wartet er. Bald kommt ein Bauer, der überlegt, wo er Gurken und wo er Melonen pflanzen will auf dem neuen Land, das ihm der Fluss gegeben hat, und er befühlt den guten Dung mit seinen nackten Zehen. Sogleich kommt ein anderer, der sagt, auf diesem Platz will ich Zwiebeln und da Rüben ziehen und dort Zuckerrohr. Nun treffen sie sich, wie treibende Boote auf dem Wasser sich treffen, und jeder rollt die Augen gegen den anderen und nimmt unter dem dicken blauen Turban. Der alte Magger sieht und hört. Einer nennt den anderen Bruder, aber sie gehen miteinander, um die Grenzen des neuen Landes abzumessen. Der Magger eilt mit ihnen von Punkt zu Punkt, ganz leise, durch den Schlamm watschelnd.
Nun fangen sie an zu streiten, nun reißen sich die Turbane herunter, nun heben sie ihre Latis, ihre Knüppel empor, und endlich fällt einer rückwärts in den Schlamm, der andere rennt fort. Wenn er zurückkommt, ist der Streit beendet, wie der am Boden liegende, mit Eisen beschlagene Bambus dem Besiegten dartut. Aber trotzdem sind sie dem Magger nicht dankbar. Nein, sie schreien: Mörder! Und ihre Sippschaften fechten mit Stöcken 20 auf jeder Seite. Mein Volk ist ein wackres Volk, Jatz vom Hochland, Malweis von Beet. Die teilen keine Schläge zum Zeitvertreib aus, und wenn der Kampf zu Ende ist, wartet der Magger weit unten im Strom, dass man ihn vom Dorf aus nicht sehen kann, hinter dem Kikargestrüpp dort. Dann kommen sie herunter, meine breitschultigen Jatz, im Sternenlicht, 8 oder 9 zusammen, und tragen einen toten Mann auf einer Bahre. Es sind alte Männer mit grauen Bärten, mit Stimmen so tief wie meine Stimme. Sie zünden ein kleines Feuer an, oh, wie gut ich das Feuer kenne. Und sie trinken Tabak und nicken mit ihren Köpfen vorwärts in einem Kreis und seitwärts nach dem toten Mann auf der Erde. Sie sagen, dass das englische Gesetz den Strick für solche Taten verhängt, dass die Familie des Totenschlägers geschändet ist, so dass so ein Mann gehängt werden muss auf dem großen Hof des Gefängnisses. Dann sprechen die Freunde des Toten: Lasst ihn hängen! Und dann fängt die Rede von vorn an, 1, 2, 20 Mal in der langen Nacht. Dann auf einmal sagt einer: Der Kampf war ein rechtlicher Kampf. Lasst uns Blutgeld nehmen, etwas mehr als der Totschläger bietet, und wir wollen nicht mehr davon reden. Dann streiten sie über das Blutgeld, denn der Tote war ein starker Mann, der viele Söhne hinterließ. Dann, von Amrat Vela, Sonnenaufgang, schieben sie den toten Mann ein wenig nach dem Feuer hin, das ist so ihre Gewohnheit, und dann kommt er zu mir, und er redet nicht weiter von der Sache. Oho, meine Kinder, der Magger weiß Bescheid, und meine Malwajats sind ein wackeres Volk. »Sie sind zu steif, zu zäh für meinen Kropf«, krächzte der Adjutant. »Sie sind nicht die Politur auf einem Kuhhorn wert, wie das Sprichwort sagt, und abgesehen davon, wer darf nach einem Malwei schielen?« »Ah, ich schiele wohl nach Ihnen«, sagte der Magger. »In alten Zeiten«, fuhr der Adjutant fort, »warf man in Kalkutta im Süden alles auf die Straße. Wir konnten mit Auswahl aufschnabeln. Das waren leckere Tage. Aber jetzt halten sie ihre Straßen so rein wie Eierschalen, und mein Volk findet nichts mehr. Reinig sein ist eine hübsche Sache, aber 7 Mal an einem Tag fegen, abstauben und sprengen, das muss selbst die Götter verdrießen.« Ein Zakal aus der Niederung, der es von seinem Bruder gehört hatte, sagte mir, in Kalkutta, im Süden, wären alle Zakale so fett wie Otter in der Regenzeit, sagte der Schakal, dem bei dem Gedanken das Wasser im Mund zusammenlief. »Aber die Weißgesichter, die Engländer, sind dort, und die bringen Hunde, von irgendwo unten am Fluss an ihren Schiffen mit, große, fette Hunde, die sorgen dafür, dass die Schakale mager bleiben«, sagte der Adjutant. »Dann sind die Hunde ebenso hartherzig wie die Engländer? Ich hätte es wissen müssen, weder Erde noch Himmel noch Wasser zeigt er Barmherzigkeit für einen Zakal. Nach der letzten Regenzeit kam ich kaum in das Zelt eines Weißgesichts und nahm einen gelben Zaum zum Essen mit. Aber die Weißgesichter präparieren das Leder nicht ordentlich. Ich wurde sehr krank davon.« »Mir ging es noch schlimmer«, sagte der Adjutant. »Nach meiner dritten Regenzeit, als ich noch ein junger, kecker Vogel war, kam ich an den Platz unten am Strom, wo die großen Boote anlegen. Die Boote der Engländer sind 3-mal so groß wie dies Dorf.« »Er ist so weit bis Delhi gewesen und sagt, dass alle Leute dort auf dem Kopf gehen«, murmelte der Schakal. Der Magger öffnete sein linkes Auge und blickte scharf nach dem Adjutanten. »Es ist wahr«, behauptete der große Vogel, »ein Lügner lügt nur, wenn er denkt, dass man ihm glaubt. Wer diese Boote nicht gesehen hat, kann nicht glauben, dass es wahr ist.« »Das klingt vernünftiger«, sagte der Magger,
Und weiter? Aus dem Inneren dieses Bootes brachten sie große Stücke von einem weißen Stoff heraus, die mal nach einer Weile zu Wasser wurden. Viel splitterte ab und fiel auf das Ufer, und das Übrige trugen sie rasch in ein Haus mit dicken Mauern. Ein Schiffer warf ein Stück, nicht größer als ein kleiner Hund, zu mir hin und lachte dabei. Ich, mein ganzes Volk schlingt hinunter ohne Nachdenken, ich verschlang dies Stück, wie es unsere Gewohnheit ist. Gleich darauf wurde ich von einer furchtbaren Kälte ergriffen, die bei meinem Kropfe anfing und sich bis in die äußersten Zehenspitzen hinunterzog und mich der Sprache beraubte. Der Schiffer aber lachte mich aus, solche Kälte habe ich noch nie geführt. Ich tanzte in meinem Schmerz und Schrecken, bis ich außer Atem war. Und als ich wieder zu Atem kam, tanzte ich wieder und schimpfte auf die Falschheit der Welt. Und die Fährleute lachten, bis sie umfielen. Das Hauptwunder bei der Sache, abgesehen von der großen Kälte, war, dass ich nichts in meinem Kropf hatte, als meine Wehklagen zu Ende waren. Der Adjutant hatte sein Möglichstes getan, die Empfindung zu beschreiben, die er nach dem Verschlingen eines 7 Pfund schweren Eisklumpens gehabt, der aus einem amerikanischen, nach Kalkutta bestimmten Eisschiffe geworfen wurde, als Kalkutta noch nicht Maschineneis fabrizierte. Aber da er nicht wusste, was Eis ist, und der Magger und der Schakal es noch weniger wussten, so fehlte der Beschreibung das rechte Feuer. »Alles«, sagte der Magger, das linke Auge wieder schließend, »alles ist möglich, was aus einem Boot kommt, das 3-mal so groß ist wie Maggergat. Mein Dorf ist kein kleines Dorf.« Ein Pfiff ertönte oberhalb der Brücke, der Delhi-Postzug sauste darüber hin, die Wagen glänzten im Licht und ihre Schatten spiegelten sich im Wasser. Der Zug klapperte weiter in die Dunkelheit hinein, aber der Magger und der Schakal waren so daran gewöhnt, dass sie nicht einmal den Kopf umwandten. »Ist das weniger wunderbar als ein Boot, 3-mal so groß wie Magagat?« fragte der Adjutant mit emporgewandtem Blick. »Ich habe das bauen sehen, Kind«, sagte der Magger. »Stein auf Stein sah ich die Brückenpfeiler emporwachsen, und wenn Männer herabstürzten, für gewöhnlich waren sie merkwürdig sicher auf den Füßen, aber wenn sie herabstürzen, war ich bereit.« Nachdem der erste Pfeiler fertig war, dachte niemand mehr daran, im Fluss nach dem Leichnam zu suchen, um ihn zu verbrennen. Ich habe ihnen viel Mühe erspart. Es ist nichts Wunderbares an dem Brückenbau. »Aber das Ding, das darüber weggeht und die mit Hufeisen beschlagenen Karren zieht«, sagte der Adjutant, »das ist wunderbar.« »Das ist ohnehin Zweifel eine neue Art von Ochsen. Es wird ein Tag kommen, wo es da oben nicht mehr festen Fuß halten kann und herabstürzt, wie die Männer herabstürzen. Der alte Magger wird dann bereit sein.« Der Schakal sah den Adjutant und der Adjutant den Schakal an. Eines wussten sie ganz gewiss, dass nämlich die Lokomotive alles in der Welt eher als ein Ochse ist. Der Schakal hatte oft genug aufgepasst hinter der Aloe-Hecke neben dem Gleis, und der Adjutant kannte die Lokomotive von der Zeit an, als die erste in Indien fuhr. Aber der Magger hatte nur von tief unten hinauf gesehen, wo er dann die Messingkuppel für den Buckel eines Ochsen hielt. »Ja, eine neue Art Ochsen«, wiederholte der Magger wichtig, um sich selber ganz sicher in seiner Meinung zu machen, und... »Gewiss ist es ein Ochse«, sagte der Schakal. »Und wieder könnte es sein«, begann der Magger gedehnt und mürrisch. »Gewiss, ganz gewiss«, sagte der Schakal, ohne zu warten, bis der Magger ausgesprochen hatte. »Was?« knurrte der Magger ärgerlich, denn er fühlte, dass die anderen mehr wussten als er. »Was könnte es sein? Ich hatte noch nicht fertig gesprochen. Du sagtest, dass es ein Ochse wäre.« »Es ist, was immer dem Wurte der Arm beliebt, ich bin sein Diener, nicht der Diener des Dings, das über die Brücke fährt.« »Was es auch sein mag«, sagte der Adjutant, »es ist Weißgesichterarbeit, und was mich betrifft, ich möchte nicht auf einem Platz lagern, der so nah daran stößt wie diese Sandbank.« »Du kennst die Engländer nicht, wie ich sie kenne«, sagte der Magger.
Als die Brücke gebaut wurde, war hier ein Weißgesicht, das nahm abends ein Boot und watschelte mit seinen Füßen im Boot herum und flüsterte: Ist es hier? Ist es hier? Reiche mir meine Flinte. Ich hörte ihn, ehe ich ihn noch sah, jedes Geräusch, das er machte, vorwärts knarren und puffen und mit der Flinte rasseln, auf und abwärts im Fluss. So sicher, wie ich einen der Arbeiter aufgeschnappt und ihm dadurch die Kosten für Holz zur Verbrennung erspart hatte, so sicher kam er abends herunter an den Pass und schrie mit lauter Stimme, dass er mich jagen und den Fluss von mir befreien wollte, von mir, dem Magger, von Maggergat, von mir, Kinder. Ich schwamm unter dem Boden seines Bootes Stunde auf Stunde. Ich hörte, wie er seine Flinte auf schwimmende Klötze abschoss, und wenn ich wusste, dass er müde war, tauchte ich an seiner Seite empor und schnappte mit den Kinnladen vor seinem Gesicht. Als die Brücke fertig war, ging er fort. Alle Engländer jagen in der Weise, ausgenommen, wenn sie selbst gejagt werden. »Wer jagt die weißen Gesichter?« kläffte der Schakal aufgeregt. »Jetzt keiner mehr, aber ich habe sie gejagt zu meiner Zeit.« »Ich erinnere mich noch ein wenig dieser Jagd. Ich war damals noch jung«, sagte der Adjutant mit dem Schnabel klappernd. »Ich hatte mich hier vortrefflich angesiedelt. Mein Dorf sollte gerade zum dritten Mal neu gebaut werden, als ihr Vetter Gavial mir die Kunde brachte, dass die Wasser oberhalb des Benares ungemein üppig wären. Zuerst wollte ich nicht dorthin gehen, weil ihr Vetter, der Fischesser, nicht wohl Gutes von Schlechtem unterscheiden weiß. Aber als ich abends mein eigenes Volk davon reden hörte, beschloss ich hinzugehen.« »Und was sagen die?« fragte der Schakal. Der Magger unterbrach ihn. »Genug, um mich, den Magger vom Maggergat, zu bestimmen, das Wasser zu verlassen und zu Fuß gehen, wie Freund Adjutant gesagt hatte. Ich reiste bei Nacht und benutzte die kleinen Ströme, weil sie mir bequem waren. Aber es war zu Anfang der heißen Jahreszeit und alle Ströme sehr seicht. Ich ging über staubige Heerstraßen, ich ging durch hohes Gras, ich kletterte über Hügel im Mondlicht. Selbst Berge erkletterte ich, Kinder, bedenkt das wohl. Ich kreuzte den Schwanz von Sirhind, dem Wasserlosen, ehe ich den Eingang der kleinen Flüsse fand. Die Gangawärts fließen, es war eines Monats Reise, seit ich von meinem Volk und meinem Ufer fern war. Das war wunderbar.« »Was gab es auf dem Weg zu futtern?« fragte der Schakal, der seine Seele in seinem kleinen Magen trug und es und dem des Maggers Landreise nicht wenig imponierte. »Das, was ich finden konnte, Vetter«, sagte der Magger langsam, jedes Wort dehnend. »In Indien nennt man keinen Mann Vetter, wenn man nicht einen Grad von Blutsverwandtschaft nachweisen kann. Und da es höchstens in Feengeschichten vorkommt, dass der Magger einmal einen Schakal heiratet, da so wusste der Schakal recht wohl, warum er so plötzlich in des Maggers Familienkreis erhoben wurde. Wenn er mit dem Magger allein gewesen wäre, hätte er sich nichts daraus gemacht, aber die Augen des Adjutanten zwinkerten vor Lust bei dem hässlichen Witz.« »Sicher, Vater, das hatte ich wissen sollen«, sagte der Schakal. »Ein Magger macht sich keine Ehre daraus, Vater eines Schakals genannt zu werden, und der Magger vom Maggerpass sagte etwas und noch ein Gutteil mehr, was wir hier nicht wiederholen wollen.« »Der Besitzer der Armen hat Anspruch auf Verwandtschaft erhoben. Wie könnte ich mich des genauen Grads entsinnen, indes wir essen dasselbe Futter? Er hat gesagt«, war des Schakals Erwiderung. Das machte die Sache noch schlimmer, denn es war der Schakal andeutete wahr, dass der Magger auf der Landreise sein Futter frisch und täglich frisch gefressen hatte, anstatt es aufzubewahren, bis es in der richtigen und anständigen Verfassung war, wie jeder sich selbst respektierende Magger und die meisten wilden Tiere es tun, wenn es möglich ist. In der Tat ist Fresser von frischem Fleisch der Ausdruck der tiefsten Verachtung an allen Uferkanten. Es ist beinahe so schlimm, als wenn man einen Menschen Kannibale schimpft.
Das Futter wurde vor 30 Regenzeiten gefressen, sagte der Adjutant ruhig. Wenn wir noch 30 Regenzeiten weiterreden, kommt es auch nicht wieder. Erzähle uns nun, was geschah, als die guten Wasser nach der wunderbaren Landreise erreicht wurden. Wenn wir auf das Geheul jedes Schakals hören wollten, würden die Angelegenheiten der Stadt in Stocken geraten, wie man zu sagen pflegt. Der Magger schien für die Unterbrechung dankbar zu sein, denn er fuhr mit einem Ruck fort: Bei der rechten und linken der Ganga. Solche Wasser sah ich nie zuvor. Waren die denn besser als die großen Fluten der letzten Regenzeit? Fragte der Schakal. Besser? Die Fluten gaben nicht mehr als alle 5 Jahre einmal vorkommt. Eine Handvoll ertrunkener Fremde, ein paar Hühner und einen toten Ochsen in schlammigem Wasser mit Querströmungen. Aber in der Zeit, von der ich rede, war der Fluss seicht, glatt und eben. Und wie der Gavial mir gesagt, es kamen so viele tote Engländer herunter, dass sie aneinander stießen. In der Zeit erlangte ich meinen Umfang und meine Tiefe bei Agra, bei Etawa und in den breiten Wassern bei Al-Halabad. Oh, der Wasserwirbel, der bis unter die Mauern der Festung von Al-Halabad ging, rief der Adjutant. Da kamen sie wie Speckenten in das Schilf und drehten sich rund und rund so. Er fing wieder seinen scheußlichen Tanz an, aber der Schakal sah neidisch zu. Er konnte sich natürlich nicht in die schrecklichen Jahres der Meuterei, von dem sie sprachen, erinnern. Der Magger fuhr fort: Ja, bei Al-Halabad, da konnte man ruhig liegen in dem dicken Wasser und 20 vorbeischwimmen lassen, ehe man sich die Mühe machte, einen aufzuschnappen. Und überdies, die Engländer waren nicht mit Schmucksachen behängt, hatten keine Nasenringe, keine Spangen um die Fußknöchel, wie meine Weiber heutzutage. Wer zu viel Wert auf Schmuck legt, endet mit einem Strick als Halsband, wie das Sprichwort sagt. Alle Magger in allen Flüssen wurden damals fett, aber mein Schicksal fügte es, dass ich fetter wurde als alle anderen. Man sagte, die Engländer würden in die Flüsse gejagt, und bei der rechten und linken der Ganga, wir glaubten es. Soweit ich südwärts ging, glaubte ich, dass es so war, und ich ging stromabwärts bis jenseits Mogir, bis zu den Grabmälern, die über den Fluss hinsehen. »Ich kenne den Ort«, sagte der Adjutant. »Seit der Zeit ist Mogir eine verlassene Stadt, nur wenige leben jetzt dort.« Nachher ging ich wieder stromaufwärts, sehr langsam und behaglich, und etwas über Mongir kam ein Boot herunter, ein Boot voller Weißgesichter, lebendig. Es waren, wie ich mich erinnere, Weiber, die unter einem Tuch lagen, das über Stangen gebreitet war, und sie schrien laut auf. In jenen Tagen wurde nie eine Flinte auf uns Wächter der Ströme abgefeuert. Alle Flinten waren anderswo beschäftigt. Wir hörten ihr Knattern landeinwärts, Tag und Nacht, je nachdem, wie der Wind wehte. Ich kam ganz an die Oberfläche vor dem Boot empor. Ich hatte noch nie weiße Gesichter lebendig gesehen. Auf andere Art kannte ich sie gut genug. Ein nacktes, weißes Kind kniete an der Seite des Bootes, beugte sich etwas über und zog seine Hände durch das Wasser. Kinder tun das sehr gern und erfreulich ist es, sie dabei zu beobachten. Ich hatte an dem Tag gefuttert, immerhin war noch ein kleiner Platz leer in mir, aber es war nur zum Zeitvertreib, nicht des Futters, das ich auf des Kindes Hände losging. Die zeichneten sich so hell ab, dass ich nicht einmal hinsah, als ich zuschnappte. Aber sie waren so klein, dass, obgleich ich die Kinnladen schloss, ich nicht sicher bin, dass ich es tat, das Kind sie doch schnell und unbeschadet herauszog. Sie müssen Zahn zwischen Zahn durchgegangen sein, diese kleinen weißen Hände. Ich hätte das Kind kreuzweise bei dem Ellbogen fassen sollen, aber wie gesagt, es war nur zum Zeitvertreib und um etwas Neues zu sehen, das ich an die Oberfläche kam.
Sie schrien alle laut im Boot, und ich kam wieder empor, um sie zu beobachten. Das Boot war zu schwer zum Umkippen. Es waren nur Weiber, aber wer einem Weib traut, geht auf Wasserlinsen in einem Teich, wie man zu sagen pflegt. Und bei der rechten und linken der Ganga, das ist wahr. Einmal gab mir ein Weib etwas getrocknete Fisshaut, sagte der Schakal. Ich hatte gehofft, ihr Baby zu erwissen, aber Futter vom Pferd ist besser als der Tritt von einem Pferd, wie das Sprichwort sagt. Was tat dein Weib? Sie feuerte auf mich mit einer kurzen Flinte, wie ich nie zuvor eine gesehen hatte. Fünfmal nacheinander. Der Magger muss einen altmodischen Revolver gesehen haben. Und ich blieb mit offenem Rachen gaffend liegen, und mein Kopf war im Rauch. Nie hatte ich so ein Ding gesehen. Fünfmal, und so rasch, wie ich meinen Schwanz bewege. So. Der Schakal, der sich mehr und mehr für die Erzählung interessierte, hatte nur eben Zeit zurückzuspringen, als der ungeheure Schwanz wie eine Sense geschwungen wurde. »Nicht vor dem fünften Schuss«, sagte der Magger, als ob er nie daran gedacht hätte, einen der seiner Zuhörer zu betäuben. »Nicht vor dem fünften Schuss tauchte ich nieder und kam noch zeitig genug wieder empor, um einen Fährmann der weißen Weiber sagen zu hören, ich wäre ganz gewiss tot. Eine Kugel war mir unter eine Nackenplatte gefahren. Ich weiß nicht, ob sie noch dort sitzt, weil ich meinen Kopf nicht umdrehen kann. Komm und sieh nach, Kind.« Sie wird beweisen, dass meine Geschichte wahr ist. »Ich«, sagte der Schakal, »soll einer, der alte Zuhe frisst und Knochen knabbert, sich herausnehmen, an dem Worte des Erhabenen zu zweifeln? Möge mein Schwanz von blinden, neugeborenen Hunden abgebissen werden, wenn der Satten eines solchen Gedanken meinen demütigen Sinn gestreift hätte. Der Besitzer der Armen hat sich herabgelassen, mir, seinem Sklaven, mitzuteilen, dass er einmal in seinem Leben von einem Weib verwundet wurde. Das genügt, und ich werde die Geschichte allen meinen Kindern erzählen, ohne nach einem Beweis zu fragen.« »Übergroße Höflichkeit ist oft nicht besser als übergroße Unhöflichkeit. Man kann einen Gast mit Quark ersticken, wie man zu sagen pflegt. Ich wünsche nicht, dass eines deiner Kinder wisse, dass der Magger von Magagat seine einzige Wunde von einem Weib empfing. Sie werden an andere Dinge zu denken haben, wenn sie ihr Futter ebenso elend zusammenkratzen müssen wie ihr Vater.« »Es ist längst vergessen. Es wurde niemals ausgesprochen. Es hat niemals ein weißes Weib gegeben. Es war kein Boot da. Es ist nichts, gar nichts passiert.« Der Schakal bewegte seinen Schwanz hin und her, um anzudeuten, wie vollständig alles aus seinem Gedächtnis ausgelöscht sei, und setzte sich gravitätisch nieder. »Es ist in der Tat sehr viel passiert«, sagte der Magger, dem es zum zweiten Mal in dieser Nacht missglückte, seinen Freund zu übertölpeln. Aber keiner von beiden zürnte deshalb dem anderen. Fressen und gefressen werden ist Gesetz und Recht am Fluss entlang, und dem Schakal blieb sein Teil von der Beute, wenn der Magger sein Mahl beendet hatte. Ich ließ das Boot weiterziehen, ging stromaufwärts, und als ich Ara erreichte, kamen keine toten Engländer mehr. Für eine Weile war der Fluss leer, dann kamen zuerst ein oder zwei Tote in roten Kleidern. Keine Engländer, aber alle von derselben Art. Alle, Hindus und Purbeas, dann fünf und sechs nebeneinander, und zuletzt von Ara nach Norden zu, über Ara hinaus, war es, als ob ganze Dörfer in das Wasser gegangen wären. Sie kamen aus kleinen Buchten hervor, einer hinter dem anderen, wie Baumklötze herauskommen in der Regenzeit. Wenn der Fluss stieg, stiegen sie mit, in Trupps von den Sandbänken empor, auf denen sie geruht, und die fallende Flut schleppte sie bei den langen Haaren mit sich durch die Felder und durch den Dschungel. Die ganze Nacht hindurch, als ich nordwärts ging, hörte ich die Flinten, und am Tag durchwateten die beschuhten Füße der Menschen die Flüsse, und ich hörte den Lärm, den schwere Wagenräder auf dem Sand unter dem Wasser machten, und jede Welle brachte mehr Tote. Zuletzt fürchtete selbst ich mich, denn ich sagte mir, wenn dies den Menschen geschieht, wie soll der Magga von Magagat entkommen? Und Boote ohne Segel kamen, und sie brannten immerfort.
wie die Boote voll Baumwolle zuweilen brennen, aber diese sanken nicht. »Ah«, sagte der Adjutant, »solche Boote kommen nach Kalkutta im Süden. Sie sind hoch und schwarz, sie peitschen die Wasser hinter sich mit einem Schwanz und sie sind dreimal so groß wie mein Dorf. Meine Boote waren niedrig und weiß, sie peitschten das Wasser an beiden Seiten auf und waren nicht größer als Boote für jemand, der die Wahrheit spricht, sein sollten. Sie machten mir große Furcht, und ich verließ die Wasser und ging zu meinem Fluss zurück, verbarg mich am Tag und reiste bei Nacht, wenn ich nicht kleine Ströme, die mir vorwärts zu helfen, fand. Ich kam zurück nach meinem Dorf und dachte kaum, dass ich noch jemand von meinem Volk antreffen würde. Aber sie pflügten und säten und ernteten und gingen so ruhig in ihren Feldern hin und her wie ihre Rinder. »War denn noch immer gutes Futter im Fluss?« fragte der Schakal. »Mehr, als ich wünschen konnte, selbst ich, und ich esse keinen Schlamm. Selbst ich war übersatt, und ich entsinne mich ein wenig ängstlich bei dem beständigen Herniederkommen der Schweigenden. Ich hörte das Volk im Dorf sagen, alle Engländer wären tot. Aber die mit dem Strom herunterkamen, Gesicht nach unten, waren keine Engländer, wie mein Volk sah. Da meinte mein Volk, das Beste wäre gar nichts zu sagen, die Steuern zu zahlen und das Land zu pflügen. Nach langer Zeit wurde der Fluss wieder rein. Und die herunterkamen, waren einfach in der Flut ertrunken, wie ich wohl sehen konnte. Und wenn es nun auch nicht so leicht mehr war, Futter zu finden, war ich doch herzlich froh. Ein bisschen Morden hier und da ist nicht übel, aber selbst der Magger ist zuweilen befriedigt, wie man zu sagen pflegt. Wunderbar, wirklich wunderbar, sagte der Schakal. Von so viel gutem Essen erzählen zu hören, macht mich schon fett. Und wenn es erlaubt ist zu fragen, was tat der Wohltäter der armen Später? Ich sagte zu mir selbst, bei der rechten und linken der Ganga, ich schloss meine Kinnladen auf das Gelübde, dass ich nie mehr umherschwärmen wollte. So lebte ich denn bei dem Gatt sehr nah bei meinem eigenen Volk, und ich wache über sie Jahr und Jahr, und sie lieben mich so sehr, dass sie Kränze nach meinem Kopf warfen, so oft sie ihn emporkommen sahen. Ja, und mein Schicksal war mir sehr gnädig, und der ganze Strom ist so gut, meine arme und gebrechliche Person zu respektieren. Nur... »Keiner ist vollkommen glücklich von seinem Schnabel bis zum Schwanz«, sagte der Adjutant mit Sympathie. »Was kann der Magger von Magergat noch wünschen?« »Das kleine weiße Kind, das ich nicht bekam«, sagte der Magger mit einem tiefen Seufzer. »Es war sehr klein, aber ich habe es nicht vergessen. Ich bin nun alt, aber bevor ich sterbe, möchte ich eins noch versuchen. Es ist wahr, sie sind ein schwerfüßiges, lärmendes und närrisches Volk. Und das Vergnügen dabei würde nicht weit her sein. Aber ich denke an die Tage von Benares. Und wenn der Knabe lebt, wird auch er sich ihrer erinnern. Kann sein, dass er jetzt an der Uferbank eines Flusses auf- und abwandelt und die Geschichte erzählt, wie er einst seine Hände zwischen den Zähnen des Maggers von Magergat herausgezogen hat. Mein Schicksal ist sehr gnädig gewesen, aber dies quält mich oft in meinen Träumen. Dieser Gedanke an das kleine weiße Kind im Bug jenes Bontes. Er gähnte und schloss den Rachen. Und nun will ich ruhen und denken. Haltet euch ruhig, meine Kinder, und ehrt den Bejahrten. Er wendete sich steif und schob sich an die Spitze der Sandbank. Der Schakal und der Adjutant gingen zurück bis in den Schutz eines an der Uferkante nahe der Eisenbahnbrücke gestrandeten Baumes. »Das war ein vergnügliches und einträgliches Leben«, grinste der Schakal fragend zu dem Vogel aufblickend, der sich neben ihm auftürmte.
Und nicht einmal, denke nur, nicht einmal fiel es ihm ein, mir zu sagen, wo am Ufer vielleicht ein Happen für mich liegen geblieben wäre. Und doch habe ich ihm wohl 100-mal von den guten Sachen, die sich stromabwärts wälzen, erzählt. Wie wahr ist das Sprichwort, alle Welt vergisst den Zakal und den Barbier, solange die Neuigkeiten ausgekramt sind. Nun will er schlafen, hä? Wie kann ein Schakal mit einem Magger jagen? Sagte der Adjutant kühl. Großer Dieb und kleiner Dieb, da ist es leicht zu sagen, wer das Aufschnabeln besorgt. Der Schakal drehte sich ungeduldig winselnd um und war im Begriff, sich im Schutz des Baumes zusammenzurollen, als er sich plötzlich duckte und durch die zerfetzten Zweige aufwärts nach der Brücke beinahe über seinem Kopf blickte. »Was ist los?« fragte der Adjutant, seinen Flügel unbehaglich ausbreitend. »Warte, bis wir es sehen. Der Wind weht von uns zu ihnen hin, aber sie sauen nicht nach uns, jene beiden Männer.« »Männer sind es. Mein Amt beschützt mich. Ganz Indien weiß, dass ich heilig bin.« Der Adjutant, ein Gassenkehrer ersten Ranges, darf gehen, wo es ihm beliebt, und so wich auch dieser nicht zurück. »Ich bin kaum ein Pflag mit einem alten Zuwert«, sagte der Schakal horchend. »Hör diesen Fußtritt«, fuhr er fort. »Das ist kein einheimisches Leder, das ist der bezute Fuß eines Weißgesichts. Horch, dort liegt Eisen auf Eisen. Das ist eine Flinte. Freund, diese schwerfüßigen, närrischen Männer kommen, um mit dem Magger zu reden.« »Warne ihn doch. Es wurde eben doch noch Wohltäter der Armen angesprochen von jemand, der nicht wenig einem hungrigen Schakal glich.« »Lass meinen Vetter seine Haut selbst bezützen. Er hat mir oft genug gesagt, da von den Weißgesichern sei nichts mehr zu fürchten. Es müssen Weißgesichter sein. Von dem Dorfvolk aus Magagat würde keiner hinter ihm herwagen. Wie, ich sagte, es wäre eine Flinte. Nun, mit etwas Glück werden wir vor Tagesanbruch futtern. Es kann außerhalb des Wassers nicht gut hören. Und diesmal ist es kein Weib.« Der Flintenlauf glitzerte für einen Moment im Mondlicht über dem Brückenbalken. Der Magger lag auf der Sandbank so still wie sein eigener Schatten, die Vorderfüße etwas vorgestreckt, sein Kopf zwischen ihn niedergesunken, und er schnarchte wie ein Magger. Eine Stimme auf der Brücke flüsterte: »Es ist ein drolliger Schuss, beinahe gerade hinunter, aber so sicher wie ein Haus. Versuche es hinter dem Genick. Donnerwetter, was für ein Tier! Die Dorfleute werden trotzdem rasen, wenn er totgeschossen ist. Er ist der Schutzgott dieser Gegend.« »Das kümmert mich keinen Deut«, antwortete eine andere Stimme. »Er hat ungefähr 10 von meinen besten Kulis weggeschleppt, während die Brücke gebaut wurde, und es ist Zeit, ein Ende mit ihm zu machen. Ich bin wochenlang in einem Boot hinter ihm her gewesen. Hilf nach mit der Martini, sobald ich beide Kugeln gegeben habe. Bedenke den Rückschlag, eine Doppelflinte von dem Kaliber. Das ist meine Sache. Achtung, Feuer!« Es gab ein Gedonner wie von einer kleinen Kanone. Die größte Art von Elefantenflinte unterscheidet sich nicht viel von manchem Artilleriegeschütz, und einen doppelten Feuerstrahl, darauf den scharfen Krach einer Martini, deren lange, schmale Kugeln ein Krokodilpanzer glatt durchschlagen. Aber schon die Explosionskugeln taten ihre Arbeit. Eine traf gerade des Maggers Genick, eine Handbreit links vom Rückgrat, die andere drang tiefer unten ein, beim Ansatz des Schwanzes. In 99 von 100 Fällen kann ein tödlich verwundetes Krokodil sich noch bis in das tiefe Wasser durcharbeiten und entkommen. Aber der Magger von Magagat war buchstäblich in 3 Stücke gebrochen. Er konnte kaum den Kopf bewegen, ehe das Leben entflohen war, und er lag so platt wie der Schakal am Boden. »Donner und Blitz! Donner und Blitz!« rief das elende kleine Vieh. »Ist das Ding, das die beladenen Karren über die Brücke zieht, endlich heruntergefallen?« »Es ist nur eine Flinte«, sagte der Adjutant, obgleich er bis in die Schwanzfeder zitterte. »Nichts weiter als eine Flinte. Er ist sicherlich tot. Da kommen die Weißgesichter.« Die beiden Engländer waren von der Brücke herunter und quer über die Sandbank geeilt und bewunderten die Länge des Maggers. Dann hackte ein Eingeborener mit der Axt den ungeheuren Kopf ab, und 4 Männer schleppten ihn über die kleine Landzunge fort.
Das letzte Mal, wo ich meine Hand in eines Maggers Rachen hatte, sagte einer der Engländer, es war der Mann, der die Brücke gebaut hatte, war ich ungefähr 5 Jahre alt. Ich kam in einem Boot den Fluss herunter, nach Mongier. Ich war ein Kind aus der Meuterzeit, wie man sich ausdrückte. Meine arme Mutter war mit im Boot, und oft erzählte sie mir, wie sie Väterchens alte Pistole auf den Kopf der Bestie abfeuerte. Nun, jedenfalls hast du deine Rache an dem Hauptmann des Stammes genommen, wenn auch von der Flinte deine Nase etwas blutet. He, ihr Bootsleute, zieht den Kopf auf das Ufer, wir wollen ihn kochen, um den Schädel zu bekommen. Denn die Haut ist nichts mehr wert, die ist zu sehr zerfetzt. Komm, lass uns zu Bett gehen. Dies war wohl eine Nachtschicht wert, nicht wahr? Sonderbarerweise machten der Schakal und der Adjutant dieselbe Bemerkung, kaum 3 Minuten, nachdem die Männer fortgegangen waren. Wellenlied. Kam ein Wellchen an den Strand, spielt im Abendsonnengolde, spielt um eines Mägdleins Hand, das fortüber wollte. Sanfte Brust und Füßlein zart, bleibt am Ufer wohl bewahrt, hört des Wellchens leis Gebot, Mäglein wart, ich bin der Tod. Wenn der Liebste mein begehrt, Schmach wär's, wenn ich zaudern wollte, hab wohl Fischleins Spruch gehört, das im Wasser tollte. Zartes Füßlein, zartes Herz, Haar der Fährfluss abwärts, warte, Wellchen leise droht, Mäglein wart, ich bin der Tod. Liebster Ruf, mich darf nicht säumen, spröde Maid wird nie gefreit, Wellchen spielt um Brust und Kleid, hoch die Fluten schäumen. Töricht Herze, treue Hand, kleiner Fuß kam nie ans Land, Wellchen eilt herbeigeschwind, rot die Woge, Wald und Rind.